Ja, servus zusammen. Ich habe mir heute den ganzen Tag freigenommen, weil ich heute Nachmittag noch zu den Sony Alpha Days gehe. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich denke mal, das ist so eine Art Fotokina, nur halt von Sony und Sony Only. Es werden ein paar Vorträge gehalten. Ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Ich werde auch meine Kamera mitnehmen. Ob ich sie dann benutze, weiß ich noch nicht. Und ob ich auch ein paar Eindrücke mal mitnehme, mal schauen. Und von daher habe ich mir gedacht, warum den die Zeit bis dahin nicht nutzen, um dieses Video, was ich eigentlich erst in ein paar Tagen machen wollte, mal vorzuziehen und vor allen Dingen auch mal den Umstand zu nutzen, dass ich mal die ganze Wohnung für mich habe und auch mal bei Tageslicht filmen kann. Deswegen hier ein kleiner Location-Wechsel. Ich möchte euch heute drei Mikrofone vorstellen, denn ich denke, dass viele mein A7 III versus X-T3 Video vor allen Dingen deshalb geschaut haben, weil sie nach einer Videokamera geschaut haben. Spätestens wenn man dann die Videokamera hat, ist das nächste Thema, mit dem man sich häufig beschäftigt, das Thema Sound und Mikrofonqualität. So ging es mir auch. Nach dem A7 III versus X-T3 Video habe ich gemerkt, dass die Soundqualität, naja, nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe mich dann nochmal intensiv mit dem Thema Mikrofone und Sound beschäftigt und will das Wissen jetzt auch an euch weitergeben. Ich habe mittlerweile drei Mikrofone, die ich euch auch alle bedenkenlos empfehlen kann, nämlich einmal das Rode Videomikro. Ich glaube, das ist so eins der ersten, über die man so stolpert, wenn man nach Mikrofonen bei Amazon schaut oder so. Ist auch zu Recht eines derer, über die man auf jeden Fall stolpert. Das kostet, glaube ich, so um die 40, 45 Euro und ist so ein, ja, ist so ein Allrounder, sage ich jetzt einfach mal. Das nächste ist auch was, worüber ihr vielleicht stolpern werdet. Das ist ein Lavalier-Mikrofon, nämlich das K&F Concept M8. Lavalier-Mikrofone, das sind die Mikrofone, die ihr euch quasi am Hemd ansteckt. Und es ist ein Wireless-Lavalier-System. Das heißt, ihr könnt auch eine Funkstrecke zwischen euch und der Kamera aufbauen. Und das funktioniert, glaube ich, so bis 50, 75 Meter. Ich habe es jetzt gar nicht so genau im Kopf. Und das dritte Mikrofon, was ich euch mitgebracht habe, und das ist aus meiner Sicht aktuell so ein Geheimtipp, das ist das Didi VMic D3 Pro. Komplizierter Name. Didi, den Brand, den kennen wahrscheinlich viele noch nicht. Aber ich denke, das, was dahinter steckt, das kennen schon einige, nämlich ist das Aperture. Aperture ist vor allen Dingen bekannt für die ganzen Studiolichter und Videolichter. Und die wollen jetzt quasi ein bisschen Rode, ist ja so der Brand, an dem man so denkt, wenn man an Mikrofone denkt. Vor allen Dingen für Videokameras und die man oben drauf macht. Viele YouTuber haben ja oben diese Rode Mikrofone drauf. Und Didi will im Endeffekt Rode ein bisschen Marktanteile abluchsen, was Mikrofone angeht. Didi gibt es noch nicht so lange, ist ein Subbrand, den Aperture gegründet hat. Das seht ihr auch daran, werde ich noch zeigen beim Unboxing. Da ist auch ein Zettel drauf, auf dem Aperture steht. Didi ist auch noch ein sehr junger Brand. Ich habe auch mal auf der Internetseite geguckt. Ihr findet keinen Reseller in Deutschland. Deswegen ist das auch ein Mikrofon, was ich mir aus den USA importieren musste. Da müsst ihr auch dran denken, da fällt Zoll an, nämlich 19 Zoll auf den eigentlichen Wert, inklusive Versandkosten war es bei mir sogar. Das liegt bei 200 Euro. Das K&F Concept M8, das kriegt ihr auch bei Amazon in Deutschland. Das liegt, glaube ich, so bei 108 Euro. Und wie gesagt, das Rode Videomikro liegt bei 40 Euro. Gibt es auch in Deutschland schon. Aber das Didi-Mikrofon ist ein bisschen schwerer zu bekommen. Gibt es auch noch ein kleines Schwestermodell, nämlich das Didi VMic D3 ohne Pro. Und da ist im Endeffekt der wesentliche Unterschied von der Soundqualität, sollen die sich wohl nicht so viel nehmen, aber der wesentliche Unterschied ist, dass das hier einen integrierten Akku hat, das heißt über USB Typ C geladen wird und vor allen Dingen einen Gain-Regler, der einen eigenen Preamp hat, den ihr in Stufen von 0 bis 10 stufenlos verstellen könnt. Ich würde sagen, wir starten mit einem kleinen Unboxing von dem Mikrofon und ich würde anfangen mit dem Rode Videomikro. Ich will das Unboxing aber auch nicht zu sehr in die Länge ziehen, sondern einfach nur mal zeigen, was in der Box enthalten ist, damit ihr auch wisst, was ihr vielleicht noch an Zubehör euch später noch dazu kaufen müsst. Ja, einmal ist enthalten hier das eigentliche Mikrofon mit einem, ich nenne es immer Puschel, Windpuschel. Es ist eine Deadcat, die braucht ihr immer dann, wenn ihr draußen aufnehmt, wegen den Windgeräuschen, die ihr sonst im Mikro habt. Die ist schon mal dabei. Dann das eigentliche Mikro. Und das ist quasi schon hier auf einem Blitzschuhadapter montiert mit einem Stoßdämpfer. Das heißt, wenn die Kamera in Bewegung ist, die Stöße, die auf der Kamera sind, von der Bedienung etc., die werden damit rausgefiltert. Dann habt ihr die eigentliche Bedienungsanleitung und das Klinkenkabel, um das Mikro an der Kamera festzumachen.
steckt ihr einfach hinten rein und dann geht das Ende in eure Kamera rein. So, machen wir weiter mit dem K&F Concept M8. Da ist auch wieder eine Bedienungsanleitung dabei. Dann hier noch so eine komische Abdeckung. Ist aber sehr gut verpackt, muss man sagen. Das, was sofort hier ins Auge fällt, das sind diese der Sender und der Empfänger. Das heißt, ihr habt hier einmal den Empfänger. Das kann ich daran erkennen, weil hier der Ausgang ist, Out. Das Ende kommt quasi in die Nähe von der Kamera und steckt ihr dann in den Mikrofoneingang von eurer Kamera rein. Das ist der Sender. Das ist das Teil, was die im Fernsehen auch immer hinten am Gürtel haben. Da ist hier der Mikrofoneingang und da könnt ihr dann das Lavalier-Mikrofon festmachen. Ihr könnt aber auch jedes andere Mikrofon nehmen, was da reinpasst und was von der Polung an den Klinkanschlüssen her passt. So, was ist noch dabei? Das eigentliche Lavalier-Mikrofon. Diesen Windschutz hier, den kann man auch abmachen und da ist auch noch ein Ersatzpuschel dabei. Also hier ist der Ersatzpuschel. Wie das jetzt funktioniert, ist letztlich einfach, ihr steckt das Lavalier-Mikrofon hier rein. Das hat ein 1,5 Meter Kabel. Das könnt ihr dann quasi durch euren Pullover, T-Shirt, whatever, an euren T-Shirt-Rand befestigen. Dann wird das angeschalten. Den Empfänger schaltet ihr ebenfalls an. Wird euch dann auch angezeigt mit zwei grünen Lampen. Und dann könnt ihr auch hier noch Kanäle verstellen, indem ihr diese Klappe beiseite macht. Hier kann man die Kanäle einstellen und die müssen halt auf denselben Kanal eingestellt werden und dann empfangen die sich gegenseitig. Was auch noch dabei ist, ist dann das eigentliche Anschlusskabel, mit dem ihr den Empfänger an der Kamera befestigt. Also das ist das Ende, was quasi in den Mikrofoneingang von eurer Kamera reingeht. Was auch noch dabei ist, ist so ein Blitzschuhadapter, den könnt ihr hier quasi an dieser Gürtelklemme, sage ich jetzt einfach mal, könnt ihr den dran machen. Dann kommt das oben auf die Kamera drauf, dann könnt ihr das hier an den Blitzschuhadapter wieder festziehen und das Kabel geht dann in die Kamera rein. Was auch noch dabei ist, ist so ein ganz einfaches Mikrofon, was ihr quasi direkt auch in den Sender reinstecken könnt und dann könnt ihr das quasi auch zum Interviewen benutzen. Das ist auch noch drin und das war es dann eigentlich auch schon mit dem M8 Mikrofon. Und zu guter Letzt natürlich noch das VMIC D3 Pro. So, und jetzt ist hier mal zu sehen, das was ich eben schon mal angedeutet habe. Didi ist eigentlich ein Subbrand von Aperture. Hier haben sie es noch verpeilt oder wahrscheinlich rechtlich wichtig, dass da noch Aperture draufsteht. Dann, ja gut, der Kaufbeleg und das Mikrofon in einer schönen Transportbox. Das war auch ein Grund, warum ich mir die Pro-Version gekauft habe, weil ich es mittlerweile sehr zu schätzen gelernt habe bei dem ganzen Zubehör, was ich so für Kameras habe, wenn da auch noch so eine Transportbox dabei ist. Was ist in der Transportbox drin? Wieder Bedienungsanleitung. Ich werfe die zwar immer weg, aber eigentlich ist das schon sehr hilfreich, so eine Bedienungsanleitung zu haben und ich lese da auch und ich habe auch in allen schon gelesen. Was auch dabei ist, ist auch hier wieder so das eigentliche Mikrofonanschlusskabel. Für die, die eine XT3 haben, vielleicht noch der Hinweis, das was hier dabei ist, das könnt ihr nicht benutzen mit der XT3, das ist nämlich dieser TRRS-Anschluss, wo quasi auch noch ein Informationssignal dabei ist, um die Kameras zu steuern. Das wird aber von der XT3 nicht unterstützt. Das seht ihr hier an den Ringen. Also wenn hier drei Ringe dran sind und vier Segmente, dann ist das so ein TRRS-Kabel. Für die XT3 braucht ihr aber so ein Kabel, was bei dem Rode-Mikrofon dabei ist, nämlich so ein Kabel. Da habt ihr quasi nur zwei Striche und insgesamt drei Segmente und das ist so ein Kabel, was ihr braucht. Ich habe es jetzt einfach so gelöst, dass ich das Kabel von meinem Rode Mikro mit dem Didi Mikrofon benutze. So, und dann ist in der Box noch das eigentliche Mikrofon. Vielleicht habt ihr schon mal so ein Rode Mikro gesehen. Da hat sich das Didi auf jeden Fall abgeguckt, seinen Brand auch schön auf den Windpuschel drauf zu drucken, damit es auch jeder von Weitem schon erkennen kann. Auch hier, ich ziehe mal den Windpuschel ab, auch hier
ist das Mikrofon, das eigentliche Mikrofon, auf solchen Stoßdämpfern montiert, sogar zweifach gedämpft. Bei dem Rode Mikrofon war das ja nur einmal gedämpft. Was hier auch ganz cool ist, ihr seht ja hier zwei Ringe. Der untere ist zum Festziehen auf dem eigentlichen Blitzschuh auf der Kamera. Und der obere, der ist dafür da, dass man das verschieben kann. Das ist zum einen ganz praktisch, weil wenn man, müsst ihr euch vorstellen, wenn jetzt hier quasi die Kamerakante wäre und man will auch noch durch den Sucher schauen, dann hat man oft das Problem mit Mikrofonen, die zu weit hinten rausragen, wo dann auch noch hier der Klinkenanschluss ist, dass man dann quasi das gegen die Stirn bekommt. Zum einen dafür, zum anderen, wenn ihr so ein Mikrofon auch auf dem Gimbal benutzen wollt, dann werdet ihr feststellen, dass ihr oft Balancing-Issues habt. Je höher das Setup aufbaut, also je höher der Schwerpunkt auf dem Gimbal nach oben wandert, und das passiert mit so einem, vor allen Dingen mit so einem Mikro hier ganz schnell mal, und dann ist es halt ganz praktisch, dass man das noch verschieben kann, um den Schwerpunkt so ein bisschen zu verschieben und das besser zu balancen auf dem Gimbal. Ja, was ihr jetzt hier noch habt, ist der USB-Typ-C-Eingang, um das Mikrofon zu laden. Das hat eine Akkulaufzeit von, ich glaube, 50 Stunden bei voller Ladung und es braucht ungefähr eine Stunde, das zu laden. Dann ist hier der eigentliche Gain-Regler dran. Da sind zwar Zahlen drauf, aber es ist ein stufenloser Regler. Das heißt, ihr habt keine festen Stufen, sondern könnt auch zwischen 2 und 3 aufnehmen. Und der Einschaltknopf. Wenn ihr den Einschaltknopf 2 Sekunden lang drückt, geht das Mikro an. Das geht auch erstmal in so einen Standby-Modus. Und erst wenn ihr dieses Mikro an der Kamera anschließt und es bekommt auch wirklich ein Signal von der Kamera, erst dann geht es wirklich an und verbraucht auch mehr Strom. Im Standby-Modus verbraucht es deutlich weniger Strom. Was ihr hier auch einstellen könnt, ist noch einen Tiefpassregler. Also ihr könnt alles unter 75 Hertz oder unter 150 Hertz ausfiltern bei dem Mikrofon, direkt im Mikrofon selber. Ja, und das war es eigentlich zu dem Didi-Mikrofon. So, ich werde das jetzt hier alles mal zusammenpacken. Ich glaube aber, den eigentlichen Mikrofontest, den muss ich dann doch nochmal verschieben. Bis dann. On a run from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. As where I never thought it would matter. So, da bin ich wieder. Nun zu dem eigentlichen Mikrofontest. Der Hinweis noch, ich habe meine Kamera auf den Sony Alpha, der ist ja dabei gehabt. Ich habe auch einiges an Videomaterial gesammelt. Ein Video werde ich in den nächsten paar Tagen noch dazu hochladen. Ja, ich werde jetzt einfach mal nacheinander alle Mikrofone anschließen und was zu den einzelnen Mikrofonen sagen. Das, was jetzt gerade aufnimmt, ist immer noch das interne Mikrofon. Das hat auch den ersten Teil von dem Video aufgenommen. Aus meiner Sicht ist das interne Mikrofon von der XT3 auf jeden Fall brauchbar und auf jeden Fall brauchbar für den Einstieg. Der Nachteil von den internen Mikrofonen ist häufig, dass sie halt die Störgeräusche aufnehmen, wenn ihr an der Kamera irgendwas verstellt oder wenn ihr solche Ringe habt, an denen euer Gurt befestigt ist und die schlackern gegen das Gehäuse. Auch der Autofokus wird von, je nachdem wie laut der Autofokus bei der Linse ist, die ihr gerade benutzt, wird auch teilweise aufgenommen. Das kann euch aber auch bei den Richtmikrofonen passieren, das wiederum bei den Lavalier-Mikrofonen nicht. Der zweite Nachteil von den internen Mikrofonen ist, dass die meistens die Geräusche ringsherum aufnehmen, also nicht nur gerichtet aus einer bestimmten Richtung kommt, sondern von allen Seiten kommt. Und der dritte Punkt ist, dass häufig auch die Soundqualität einfach nicht so gut ist wie von externen Mikrofonen. So, ab jetzt nimmt das Rode Mikrofon auf. Was mir in dem Rode Mikrofon vor allen Dingen gefällt, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also was ihr hier für 40 Euro bekommt, das ist echt sensationell. Vor allen Dingen, weil ja auch noch die Deadcat dabei ist. Es macht aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten Sound. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass ich es auf der Kamera direkt benutzen kann und es keine eigene Stromversorgung braucht. Man muss es nicht extra einschalten, es geht automatisch mit der Kamera an. Was auch sehr gut ist, dass es halt relativ klein gebaut ist und auch sehr leicht ist. Dadurch lässt es sich halt auch super auf dem Gimbal benutzen. Der Nachteil allerdings ist, es braucht halt sehr viel Verstärkung. Die XT3, die hat Gott sei Dank recht gute Preamps, aber hier muss ich jetzt schon wirklich auf der höchsten Stufe von den Preamps sein und aus meiner Sicht ist es da nur gerade so laut wie die anderen Mikrofone, obwohl die noch längst nicht am Anschlag sind. Das sind aus meiner Sicht so die wesentlichen Punkte zum Rode Mikrofon.
So, ab jetzt nimmt das Didi VMic D3 Pro auf. Was mir an dem Didi-Mikrofon vor allen Dingen gefällt, ist natürlich der Sound. Dafür habe ich es mir geholt und aus meiner Sicht macht das wirklich einen super Sound und ist halt einfach schon nochmal hörbar besser als die anderen. Ob es einem der Preisaufschlag wert ist, muss jeder für sich entscheiden. Mir war es das wert. Was mir auch sehr gut gefällt, ist die Verarbeitungsqualität. Was mir allerdings nicht so gut gefällt, ist, dass das Mikrofon nicht wirklich mit der Kamera zusammen angeht. Also, das hat so einen Standby-Modus. Wenn ihr den Knopf drückt, dann geht es in den Standby-Modus und ab dann reagiert es für eine Viertelstunde auf das Einschalten von der Kamera und springt dann auch automatisch an. Aber ihr müsst es halt vorher mal anschalten. So, und wenn ihr mal eine Drehpause habt von mehr als einer Viertelstunde, vergisst man schon mal ganz gerne, dass das Mikro sich ja dann wieder ausschaltet. Und das ist so, finde ich, immer so ein Punkt, der mich halt persönlich sehr nervt. Dafür ist wiederum der Vorteil, dass es sehr gute Preamps hat. Also ich bin jetzt hier gerade auf Stufe 3,5 und es hat insgesamt 10 Stufen, also nur damit ihr mal einen Vergleich habt. Der Preamp auf der XT3, der ist immer noch auf den gleichen Wert eingestellt wie jetzt gerade bei dem Rode Mikrofon, plus 6 Dezibel, also auf den höchsten Wert. Und deswegen kann ich auch das Didi Mikrofon ein bisschen niedriger fahren, nämlich auf einen Gain von 3,5. So, und ab jetzt nimmt mich das K&F Concept M8 auf. Auch hier wieder bin ich sehr zufrieden mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Aus meiner Sicht bekommt ihr hier schon einen sehr guten Sound. Vor allen Dingen ist es wireless für 110 Euro. Nur mal zum Vergleich, das Rode Link kostet 300 Euro. Ich hatte auch mal das Boya da gehabt. Das kostet ungefähr 65 Euro bei Amazon. Damit war ich allerdings nicht so zufrieden. An sich war das ein bisschen leichter und ein bisschen kompakter, der Sender und Empfänger. Das fand ich ganz gut, aber da war permanent so ein leichtes Grundrauschen drauf. Das habe ich mit dem jetzt hier nicht. Ja, was sie bei dem K&F Concept auf jeden Fall verbessern könnten, ist das eigentliche Mikrofon, was dabei ist. Das kann man ja aber relativ leicht tauschen und aus meiner Sicht ist es dadurch immer noch ein relativ günstiges System. Ich habe jetzt gesehen, dass Didi in nächster Zeit zwei neue Lavalier-Mikrofone rausbringt, nämlich einmal eine kabelgebundene Version mit einem 3 Meter langen Kabel und einmal eine Wireless-Version mit nur 1,5 Metern Kabel, beide für um die 50 Euro. Ich denke, das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen und ich denke, da kann man auf jeden Fall noch einiges an Soundqualität aus diesem Wireless-Lavalier-System herausholen. Ja, ich habe jetzt mal das Didi-Mikrofon an dem Sender befestigt und jetzt solltet ihr eigentlich einen ganz guten Eindruck bekommen, wie sich der Sound verhält im Vergleich zu dem Didi-Mikrofon direkt an der Kamera angeschlossen. Ja, das ist jetzt nochmal ein Test von dem Didi-Mikrofon direkt an die XT3 angeschlossen, nur damit ihr mal einen Vergleich habt, wie sich das anhört, wenn ihr das direkt an die XT3 anschließt im Vergleich zu, wenn ihr das auf diesem Wireless-Transmitter drauf habt. Und ja, ich habe gemerkt, dass mir gerade der Saft ausgegangen ist für meine schöne Hintergrundbeleuchtung da. So, und ich habe jetzt mal das Rode Mikro auf den Transmitter installiert. Und jetzt solltet ihr eigentlich auch einen ganz guten Eindruck bekommen, wie das Rode Mikro sich anhört, wenn man das an diesem Transmitter befestigt und nicht direkt auf der Kamera. Ja, abschließend jetzt nochmal das Rode Mikro direkt an der XT3 angeschlossen, dass ihr auch da nochmal den direkten Vergleich habt. Was ist jetzt mein Fazit zu den drei Mikrofonen? Ich denke, empfehlen kann man eigentlich alle drei. Das kommt ein bisschen auf das Einsatzgebiet an. Wenn ihr zum Beispiel draußen filmen wollt, möglichst wenig Umgebungsgeräusche haben wollt, ist, glaube ich, das Lavaliersystem am besten. Wenn ihr auch vor allen Dingen eine Distanz zwischen euch und der Kamera aufbauen wollt und gleichzeitig auch nicht so viele Umgebungsgeräusche mit in dem Sound drin haben wollt, ich glaube, dann ist das Lavaliersystem am besten. Wenn ihr möglichst viel Sound haben wollt und die bestmögliche Soundqualität, dann ist aus meiner Sicht das Didi-Mikrofon das Beste, was aber auch zu erwarten war bei dem Preis. Ich denke aber auch, dass das Rode Mikro einen sehr guten Sound hat und wirklich für das Geld, was es kostet, 45 Euro, ist es eine absolute Empfehlung. Es ist halt nur ein bisschen schwachbrüstig. Wenn ihr eine Distanz von mehr als 3 Metern zur Kamera habt, ist es aus meiner Sicht ein bisschen zu schwach und dann merkt ihr auch, dass es keine eigenen Preamps hat. Das wiederum ist aber auch ein sehr großer Vorteil, weil das Mikro halt immer mit der Kamera direkt angeht, es keine eigene Stromversorgung hat etc. Ja, von meiner Seite auch mal noch als Tipp, wie man seine Kamera richtig einstellt. Zumindest fahre ich damit jetzt ganz gut und ich denke, dass der Sound jetzt schon deutlich besser ist als noch bei meinem A7 III versus XT3 Video. Und zwar, ich habe mir angewöhnt, in dieser Soundpegelanzeige auf eurer Kamera seht ihr ja so einen weißen Strich. Und den versuche ich immer bei minus 12 Dezibel einzupendeln, wenn ich rede. Und ich versuche auch, es so einzustellen, dass möglichst viel von meinem Sprachanteil möglichst viel von dem grünen Bereich abdeckt und nur quasi in Spitzen in den gelben Bereich reinkommt und auch nicht allzu stark in den gelben Bereich reinkommt. Und damit fahre ich jetzt eigentlich ganz gut.
Ja, das war es von meiner Seite zum Thema Mikrofone. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da, wegen mir auch ein Dislike, wenn es euch nicht so sehr gefallen hat. Ich würde mich auch super freuen über Kommentare, vor allen Dingen auch, wie euch der Sound jetzt gefallen hat, im Vergleich auch zu meinem A7 III versus XT3 Video. Ich habe jetzt auch mal versucht, die Musik in den Sprachphasen wegzulassen, bin auch mal gespannt, wie euch das gefällt, da waren ja auch ein paar Kommentare dazu da. In diesem Sinne, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.